kommt der Tag. Zuerst eine. Ja. Sie sprechen sehr gut Deutsch, Sie können alles unterbracht. Ich habe über Heine gearbeitet, ich habe viel gelernt über Dichtung. Und für mich ist es ein sehr wichtiger Dichter. Also es gibt viele natürlich, wie Brecht, Hans Jander und dann wird er etwas sagen. Zuerst zwei. Kleine auf Deutsch und dann. Monsieur Comte hat sie übersetzt. Ja. Warnung. Aber auf Deutsch, das ist besser. So, Gedichtbattle. Warnung. Solche Bücher lässt du drucken? Teurer Freund, du bist verloren. Willst du Geld und Ehre haben, musst du dich gehörig ducken. Nimmer hätte ich dir geraten, so zu sprechen vor dem Volke, so zu sprechen von den Pfaffen und von hohen Potentaten. Teurer Freund, du bist verloren. Fürsten haben lange Arme, Pfaffen haben lange Zungen und das Volk hat lange Ohren. Französisch, jetzt. Avertissement. Ces livres que tu laisses imprimer, cher ami, tu es perdu. Veux-tu de l'argent, des honneurs? Il te faut courber les chines. Jamais je ne t'aurais conseillé, parlant devant le peuple, de parler ainsi des curés et des grands potentats. Cher ami, tu es perdu. Les princes ont le bras long, les curés la langue bien pendue, et le peuple a de longues oreilles. Weltlauf. Hat man viel, so wird man bald noch viel mehr dazu bekommen. Wer nur wenig hat, dem wird auch das Wenige genommen. Wenn du aber gar nichts hast, ach, so lasse dich begraben. Denn ein Recht zum Leben, Lump, haben nur, die etwas haben. Das ist immer so schön. Ainsi va le monde. Qui a beaucoup, bientôt aura beaucoup plus encore. Qui a peu, à celui-ci, ce peu aussi lui sera pris. Mais si tu n'as rien du tout, alors laisse-toi mettre en terre. Seul celui qui a quelque chose, mon pauvre, a le droit de vivre.